Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von The Sims 4 mit der Fabelwesen Legacy Challenge. Ja, das ist jetzt tatsächlich schon die dritte Folge und unsere gute Skylar schläft noch. In der letzten Folge hat sie ihre erste Begegnung mit einem Vampir gemacht. Und zwar ist ja der gute, ich meine, Caleb war es gewesen, in der Nacht hier eingedrungen und hat sie dann ausgesaugt komplett. Weswegen sie dann auch angefangen hat, sich so ein bisschen für die Vampir-Saga-Fähigkeit zu interessieren. Sie hat sich angefangen zu informieren. Da ist natürlich die Bissspur an der Hals gesehen hat. Dazu kommt noch das Vladislaus Strauß, der auch noch eine Nachricht geschrieben hat und sie in der Nachbarschaft begrüßt hat und ihr dazu noch gesagt hat, dass sie einen wunderschönen Hals hat. Da ist natürlich auch noch mal ein bisschen mehr stutzig geworden. Ich hätte heute Lust, ein bisschen nach ihr mit Skylar nach Forgotten Hollow zu fahren, aber erstmal müssen wir uns um diese Maus hier kümmern, aber noch schläft sie. Wir können ja. Haben wir das nicht beim letzten Mal schon ausgerottet? War das nicht am Ende der letzten Folge, wo wir diese Maus ausgerottet haben? War das da nicht? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich meine, wir hätten diese Maus in der letzten Folge eigentlich vertrieben, aber naja, mal gut, mal gucken. Sie muss jetzt auch erstmal noch mal ein bisschen ausschlafen. Und wie gesagt, heute eh noch Sonntag, bis sie noch ein bisschen Zeit hat, würde ich das dann fast einmal angehen. Aber zuerst darf es natürlich noch ein paar Reste essen. Haben wir noch Reste? Ja, guck mal, wir haben hier noch einiges an Zeug. Okay, das hat nicht geholfen. Dann müssen wir uns wohl beim Vermieter beschweren, damit der uns da mit irgendeiner, keine Ahnung, einer Chemiebombe helfen kann. Damit diese Mäuse hier verschwinden oder wir müssen unsere Katze holen. Ich weiß nicht, helfen Katzen dagegen? Aber ich glaube, in der Wohnung haben wir nicht wirklich Platz für eine Katze. Also, ich meine, guten Katzenklo ist schwierig. Ne? Katzenklo vielleicht hier hinten noch in der Ecke, obwohl dann ist da auch das Ding verbaut und einen Kratzbaum bräuchten wir auch. Staubsaugen müssen wir, glaube ich, auch mal wieder. Also, ja, das ist schon alles ein bisschen stressig, seit das neue Pack da ist. Okay. Du musst noch mal. Achso, du musst deinen Tampon wechseln. Das war nicht unnötig. Ich hatte eine Ratte in der Wohnung. Niemand mag Ratten. Außer Timmy und Milo, die würden sich vielleicht über eine Ratte freuen. Gut, dann gehen wir nochmal kurz aufs Klo und ich würde sagen, dass wir dann sogar fast aufbrechen und vielleicht lernen wir ein paar coole Vampire kennen, weil Caleb kennt sie ja gar nicht. Er hat sie halt nur ausgesaugt, aber sie hat ihn aber natürlich nicht kennengelernt, weil er sie ja komplett betäubt hat. Hast du noch irgendwelche Bedürfnisse? Nee, dir geht's eigentlich ziemlich gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal reisen. Wir reisen alleine und dann schauen wir uns mal ein bisschen im Forgotten Hollow um. Ich weiß gar nicht, ob die Welt so hieß, aber ich meine, sie würde so heißen. Irgendwie, ich weiß nicht, ich bin mit den Welten immer ziemlich verwirrt. Doch Forgotten Hollow. Mal gucken. Okay, hier wohnen Le ich wohne überall welche. Night. Ja, hier wohnt der Caleb. Ich meine, der hat uns ja schließlich auch ausgesaugt. Lilith. Anastasia. Hier wohnt Cullen. Okay. Und hier wohnt. Oh, hier wohnt Vladislav mit der Katze. Ich würde sagen, wir besuchen ihn mal. Ich meine, sie kann ja erstmal dieses große Gebäude dort besuchen. Vielleicht so als Tagesausflug. Man muss ja nicht unbedingt wissen, dass jemand wohnt. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Art Museum. Was man sich mal angucken könnte, eventuell. Ach, guck mal, er ist sogar da. Ich würde sagen, oh, er brennt sogar. Wir können uns ja mal freundschaftlich vorstellen, auch wenn er gerade ein bisschen an einem Fackeln ist. Oh, süß, eine Katze. Oh, wir haben uns gleich unbeliebt gemacht. Wieso? Vielleicht sollte er erst mal reingehen. Wir können ihm im Takt der neuen Fähigkeiten singen. Einfach mal so ein bisschen nerven. Und uns ein bisschen beliebter machen. Oh, er singt mit. Quacks. Narfabrosh. Dernoy. Ja, Vladislaus, das ist nur so eine Idee. Warum ist er so gemein? Er ist böse, okay. Dann entschuldigen wir uns einfach mal.
Ich meine, sie muss ja wissen, dass mit irgendwas nicht stimmt, weil immer fackelt er so ein bisschen vor ihr hin und das ist jetzt ja auch nicht so das Normalste auf der Welt. Oh, aber er mag die Katze. Oh, jetzt hat sie es aufgegangen. Ich wollte noch kurz einen Screenshot davon machen. Also, das ist ein ernst gemeinter Rat. Geh bitte rein. Du verbrennst doch so gut. Wir reden einfach weiter mit ihnen. Wir können ihn überprüfen. Was passiert denn da? Oh, jetzt hängt er langsam richtig. Er brennt langsam richtig, oder? Wir sollten aufhören, mit ihnen zu reden, sonst stirbt er vielleicht wirklich noch. Wir können uns mal der Katze freundschaftlich vorstellen. Ey, du solltest reingehen. Das ist ein lieb gemeinter Rat. Ja, das wird hier noch ganz interessant. Vielleicht ist los. Können die Katze immer ein bisschen streicheln. Vielleicht können wir ihn ja abfärben für unser Rattenproblem. Lazarus. Das wäre eine ganz nette Idee, weil wir bräuchten eh eine Katze, die sich um unser Rattenproblem kümmert. Dann hätten wir gleich so ein... Oh, süß. Dann hätten wir gleich... Nein, ich möchte kein... Nicht auf den Flohmarkt gehen, danke. Wir erkunden heute hier ein bisschen mal die Welt. Wir können uns ja hier mal ein bisschen auf dem Grundstück umgucken. Ich meine, hier sind ja auch echt viele Gräber. Und wir könnten vielleicht auch einfach mal drin... Oh, die Katze ist schon süß, ich will die haben. Ich will die Katze haben. Komm, wir müssen hier ein Leckerchen an sie. Ist zwar teuer, aber die Katze, ich liebe Katzen. Sieht halt aus wie ein weißer Fleck hier vorne, dieses Klöckchen. Wird es fast wie Milo sein. Können Sie ihn mal kennenlernen? Hast du irgendwas? Sie wissen nicht alles. Okay. Oh, sie ist auch noch anhänglich, wie süß. Nochmal kennenlernen? Ich möchte gerne alle Eigenschaften über die Katze wissen. Okay, wir sollten uns dann vielleicht doch mal ein bisschen weiter umgucken. Dafür sind wir hierher gekommen und nicht uns mit einer Katze anzufreunden. Wir können ja hier runter mal in den Park laufen. Ja, vielleicht das Los kennen wir jetzt ja erst einmal. Dann können wir vielleicht nochmal, obwohl ich glaube, bei Tag sind eh nicht so viele Vampire unterwegs. Ach doch, guck mal, hier sind ein paar, aber ob das dann wiederum Vampire sind oder eventuell Vampire sein könnten. Ich kann mir schon vorstellen, dass Skylar in einem dieser Vampir-Tagebücher oder in einem Vampir-Tagebuch, was ich bis jetzt gelesen habe, was über Forgotten Hollow gelesen hat und mal herkommen wollte, um sich das mal anzugucken. Und ich denke, sie fand das mit Flatterstars jetzt schon ganz schön verdächtig und hat sich den Guten jetzt auf jeden Fall gemerkt. Und sie hat auch eine Vermutung, denke ich, dass sie Vampir ist, weil er halt vorher gebrannt so halb und einfach so aus dem Nichts raus. Und ich denke schon, dass sie das verdächtig findet. Hat sie jetzt vielleicht erstmal nicht anmerken lassen. Aber ich denke schon, dass sie an dieser Sache dranbleiben möchte und vielleicht so nach und nach dieses Geheimnis und die Vampire aufdecken möchte. Und ja, mal gucken, vielleicht finden wir hier noch ein paar Leute, mit denen wir reden können. Zum Beispiel ihm hier. Wir können uns ja hier mal freundschaftlich vorstellen bei dem guten Lorenzo. Ist die Katze nicht gerade? Nee, die Katze heißt Lazarus. Lazarus. Ist aber echt schön hier auch im Forgotten Hollow, also muss man wirklich sagen. Ist schon eine schöne, schöne Welt. Zwar eine sehr kleine, aber hat schon sowas Schönes eigentlich. Okay, sie singt direkt wieder. Vielleicht können wir auch mal ein bisschen Gitarre spielen. Na, Vampiren können wir nicht fragen oder irgendwie sowas. Können fragen, ob ein Wassermann ist, aber das möchte ich ja nicht wissen. Oh. Wir können ja mal über die Existenz von Vampiren diskutieren. Ich denke, das könnte ganz interessant werden. Ja,
Chimere Jabin Slawfish. Nebs, Alcha. Jabin. Oh, Bouchard. Okay, stimmt uns zu. Also ich denke, er denkt auch, dass es Vampire gibt. Vielleicht ist er sogar ein Vampir. Das weiß man nicht. Das weiß man wirklich nicht. Mapic Yimbara. Bukwam Shalid. Nivave Swumi. Lissirak. Können wir mal kennenlernen. Aber ich denke mal, sie möchte sich dann auch wieder ein bisschen. Kann man hier irgendwo Informationen über Vampire einhalten? Wer wohnt denn da drüben, Caleb? Ich würde sagen, wir besuchen mal den Haushalt hier. Oh, die Katze ist schon so aus. Ich will die Katze haben. Nur die Katze. Was anderes will ich gar nicht. Ich will nur die Katze. Wir brauchen eine Katze. Wir brauchen unbedingt eine Katze. Mal gucken. Vielleicht können wir ja doch in den Apartment für eine Katze was einrichten. Wenn er eigentlich zwei Katzen bräuchte, weil Katzen soll man ja auch nicht alleine halten. So, wir stellen uns einmal Liv und jetzt fangen die Sims hier wieder auch an zu brennen und ich denke schon, dass irgendwo Caleb nicht... Fährt Caleb ja diesen Sonnenresistenz... Oh, okay, jetzt... Jetzt hat sie gesehen, dass er sich schnell bewegt hat. Nein, ich möchte nichts mit ihr tun. Und er hat eindeutig Vampirzähne. Und sie brennt. Okay. Ich denke, von Vampir schwärmen. Ich denke, wir können mal sagen, dass sie vielleicht so ein bisschen Angst vor Vampiren hat. Okay, er redet das aber so ein bisschen runter und denkt so, ja, komm, Vampire sind gar nicht so schlimm, obwohl er sie ausgesaugt hat mitten in der Nacht. Aber, ja. Da kann man ja mal dranbleiben. Wir können ja mal nach Vampirgeschichten fragen. Vielleicht wissen die ja irgendwas. Vermutlich ja, weil... Dass die Vampire sind, ist ja wirklich eindeutig. Ist so interessant finden. Ich meine, vielleicht können wir ja auch was... Ich weiß nicht, mit Caleb... Vielleicht ergibt es wieder was zwischen den beiden. Okay, Skylar hat die Tanzfähigkeit erworben. Warum haben sie jetzt die Tanzfähigkeit erworben hat? Okay, Caleb hat sich jetzt in Luft aufgelöst. Und Skylar möchte jetzt Schmetterlinge fangen gehen. Okay. Du solltest vielleicht auch reingehen. Lilith, nur so als Idee. Das wäre vielleicht ganz schlau, damit du nicht komplett verbrennst. Wer bist du eigentlich? Anastasia Vatora. Alles gut? Okay, sie wird jetzt albern. Okay, die haben was. Die sind... Ah, okay, ihr seid also zusammen, oder wie? Ah nee, sie ist mit... Sie ist mit Caleb verheiratet, aber startet jetzt natürlich der Mächte mit seiner Schwester, die anscheinend auch verheiratet ist. Okay, interessante Familienverhältnisse. Interessante Familienverhältnisse, aber okay, jeder wie er möchte, jeder wie er möchte. Ja, Anastasia ist die Ehegattin und... Ah, okay. Sie ist aber... Die beiden, nee, also die Anastasia und Liv haben anscheinend auch irgendwie was, obwohl, ja, wie gesagt, warum nicht? Jeder wie er halt möchte. Aber gut, dann vielleicht können wir ja dann Richtung Caleb gehen, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ich meine, wieso denn nicht? Ich meine, sie weiß ja auch nicht, dass er sie ausgesaugt hat erst einmal. Und vielleicht möchte sie ihn jetzt auch erstmal nutzen, um mehr über Vampire zu Hause zu finden. Und vielleicht entwickelt sich dann was. Okay, sie sind anscheinend fertig. Sie möchte jetzt plaudern? Möchtest du jetzt hier... Wo gehst du hin? Habe ich dich gerade irgendwo hingeschickt? Oder musst du auf die Arbeit? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, nein, muss ich nicht. Okay. Gut, Anastasia möchte mit uns reden. Bin ja mal gespannt, was sie uns erzählen möchte. Bobsini, Nibora, Shazel, Bifala, Narbal, Vinvet. Aber das ist ganz lustig. Bisaka, Yalanim, Nixalu. Melanie. Okay, sie hat ein gebrochenes Herz. Oui, Daba.
Vergessliches Tanzen macht sie die ganze Zeit. Warum auch immer sie das tut. Aber ich finde das eigentlich alles ziemlich interessant. Weißt du was, du könntest jetzt einfach mal ein bisschen gehen. Obwohl, es wird langsam hier auch mal schon heiß. Weißt du was, hier sind gerade so viele Leute. Geh mal bitte hin. Und dann kannst du mal anfangen zu tanzen ein bisschen. Wir könnten uns eigentlich immer sonnen. Ach, wir könnten noch so viel machen. Ich meine, ich denke schon, dass ich mit dir zu Vampirin werde. Ich finde den Gedanken von der Legacy Challenge eigentlich ganz cool, dass man mit den ersten Sim ein Vampir wird, weil dann sozusagen der Gründersim für immer lebt. Das ist schon ziemlich cool. Und ich würde sagen, du spielst noch ein bisschen Gitarre. Wenn wir Glück haben, kommen hier noch ein paar Sims und geben uns so ein bisschen Geld, weil man haben wir 5 Simoleons für diese eine Katze. Bezahlt euch jetzt so gerne Katze. Ich hätte wirklich gerne Katze. Übrigens, wenn wir. Ach, Flatterslaus. Wisst ihr, eigentlich müssten wir uns Flatterslaus holen, weil da könnten wir in dieses riesencoole Schloss hier einziehen. Ah, ich weiß nicht, ob Skylar in so ein Haus wohnen möchte. Und wir hätten die Katze. Das muss man auch bedenken. Wir hätten auch Lazarus. Aber ich meine, Caleb wohnt auch ein schönes Haus. Außerdem wird sich Skylar, denke ich, auch irgendwann ein schönes Haus leisten können. Mal gucken, wie es dann so finanziell wird. Mal gucken. Ich bin gespannt, wo uns diese ganze Sache hier noch hinbringt. Und ich freue mich sowieso wahnsinnig auf dieses Projekt, weil ich mal so einen kleinen Neuanfang gebraucht habe. Mit meiner Family Ernährungs Challenge. Ich meine, ich liebe diese Familie wirklich über alles. Aber ich glaube, ich brauche davon mal so ein bisschen Abstand, so eine kleine Pause. Und da finde ich es auch schön, dass ich jetzt immer so einen frischen Start habe. Und ja, ich denke auch, ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht mal so 2-3 Monate Pause von der Family Anime Challenge, also von meiner Legacy Challenge nehme. Und dann kann ich damit auch weitermachen. Ich brauchte einfach mal, glaube ich, so eine kreative Pause. Und dann werde ich damit auf jeden Fall weitermachen. Wie gesagt, ich liebe diese Familie, liegt mir so sehr am Herzen. Auch wenn es nur Sims sind. Aber ja, wie gesagt, ich brauche mal so eine kleine Pause. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier an dieser Stelle erst einmal Schluss für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der 6. und 9. Folge wieder. Habt jetzt noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal.